Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Tuchel, in Bremen werden sogar Kinder, die überhaupt gar keinen Aufenthaltsstatus haben, beschult. Und das finde ich außerordentlich gut. Also nicht nur Duldung, sondern eben halt auch Kinder, die hier sind, aber ohne irgendwas sozusagen. Ich finde das sehr gut, wollte ich einfach nur. Ich wollte das sagen, dass ich das gut finde, Frau Tuchel. So, aber zurück zu der vorliegenden Anfrage. Und ich muss sagen, es ist kurz vor Ende der Landtagssitzung und ich habe eigentlich gar keine Lust, mich mehr aufzuregen. Aber über die CDU in dieser Bürgerschaftssitzung kann ich mich eigentlich nur noch aufregen. Und ich finde, dieses ganze Wahlkampfgetöse geht mir echt auf den Senkel, um das mal ganz klar und deutlich zu sagen. Am Dienstag haben Sie hier uns erzählt, dass Jugendliche aus Marokko, die hier auffällig oder kriminell sind, keine Flüchtlinge sind und nicht aus dem Elend kommen und man sollte sie alle wegsperren, haben dabei noch ein bisschen die Rechtskreise durcheinander gebracht. Gestern hatten wir hier ein paar merkwürdige Debatten und heute überschreiben Sie eine Anfrage mit Akzeptanz für Flüchtlinge stärken und das ist auch hier von meinen beiden Vorrednerinnen gesagt worden, ist schlicht Etikettenschwindel. Tatsächlich müsste Ihre Anfrage heißen, Akzeptanz für manche Flüchtlinge stärken und andere schnell wieder loswerden, weil genau nur so kann man Ihre Anfrage interpretieren. Und Frau Grünert, ich kann mich daran erinnern, ich habe es mir eben noch mal angeguckt, Sie haben am 30.10. im letzten Jahr übrigens der Bild-Zeitung gegenüber auch schon deutlich geäußert, was Sie wollen. Sie haben nämlich da gesagt, Sie wollen abgelehnte Asylbewerber schnellstens abschieben, dass das der Senat schnellstens abschiebt, um mehr Platz für die wirklich Bedürftigen zu schaffen. Und da merke ich, dass Sie überhaupt gar keine Ahnung haben, von wem, was Sie reden. Denn hinter Ihren Fragen steht nicht das Interesse an der Lebenssituation von Flüchtlingen. Was Sie hier vorantreiben, ist eine Kriminalisierung von Flüchtlingen, Auslese und Abschiebung. Weil Leute, die hier keinen Asylstatus kriegen, das heißt noch lange nicht, dass sie abgeschoben werden können, weil sie haben zum Teil Abschiebungshindernisse, entweder zielstaatsbezogene oder personenbezogene, die sie irgendwie an der Abschiebung hindern. Und diese Menschen haben genau das gleiche Recht wie alle anderen. Das sind dann nämlich die in der Duldung, dass man sie hier fair behandelt und nicht so stigmatisiert, wie sie das hier tun. Liebe Kollegen von der CDU, Sie fischen da am rechten Rand und ich finde das hochgefährlich. Und diese Mischung, diese krude Mischung aus Ihren Fragen nach Geduldeten, diese krude Mischung in Ihren Fragen nach Geduldeten, Kriminalität und Abschiebung, die hat ein Geschmäckle. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Und ich kann das auch verdeutlichen. Wir wissen alle hier in diesem Haus, dass die Kapazitäten für die Aufnahme von Flüchtlingen unzureichend sind. Das wissen wir, da brauchen wir uns hier nicht katholisch reden. Wir wissen das nicht erst seit gestern, sondern seit mindestens 3 Jahren. Wir werden ja Zeit, ich wollte ein bisschen um Ruhe appellieren. Okay. Wir wissen das nicht seit gestern, sondern wir wissen das seit mindestens 3 Jahren. Und ich möchte nicht sagen, dass seitdem nichts getan worden ist, das will ich überhaupt nicht sagen, aber wir wissen, die Situation ist angespannt und schwierig und es müsste auch noch mehr passieren, auch das wissen wir hier. Und anstatt immer wieder im Immobilienbestand zu suchen, Flüchtlinge in Containern unterbringen zu müssen, müssen wir vielleicht auch mal in Bremen neue Wege gehen. Hier muss noch mal mit Immobilien in Bremen hart verhandelt werden oder neu gebaut werden. So, und wenn ich jetzt sage, Sie fischen, mit Ihrer Anfrage am rechten Rand will ich Ihnen auch mal deutlich machen, warum. Es ist so, wir haben nach 1945 die Situation, dass wir weltweit die höchste Anzahl an Displaced Persons haben. Das heißt, es ist kein Zufall, dass im Moment überall in Europa rechte Bewegungen erstarken. Finnland, Schweden, aber auch Pegida hier oder UKIP in England. Denn es geht natürlich um die Ressourcen und die Verteilungsfragen. Und genau deswegen ist es so fatal, wenn Sie solche Anfragen stellen, die das befeuern. Weil das erleben wir doch dauernd. Natürlich. Ich kann Ihnen das an ein paar Sachen deutlich machen. In Rekum beschwerte sich eine Mutter in einer aufgebrachten Versammlung, zu der sie eingeladen haben, im Übrigen zu Recht für die Mangel Jugendhilfe für ihre eigenen Kinder. Hartz-IV-Empfängerinnen haben ein Problem, bezahlbaren Wohnraum zu kriegen oder sitzen auf den Wartelisten der GEWOBAS und die Kitas und Schulen, die Situation, wissen wir, ist nicht ausreichend ausgestattet. Und wenn dann noch weltweite Krisen und steigende Flüchtlingszahlen dazukommen, sind die Schuldigen nämlich für diese Art
von Politik am rechten Rand schnell gefunden, weil da werden nämlich die Flüchtlinge für den allgemeinen Mangel verantwortlich gemacht. Und deswegen finde ich es sehr gefährlich, in das gleiche Horn zu blasen. Weil kann Sie spielen in Ihrer Anfrage, und da können Sie noch so sehr schreien, Sie spielen in Ihrer Anfrage die einen gegen die anderen aus, und das ist ein perfides Spiel, und das ist ein verdammt ungerechtes, wenn man sich Aufenthalts- und Asylrecht mal genau anguckt. Denn im Asylrecht ist nicht alles gerecht, was recht ist. Und das gilt irgendwie gilt für das Aufenthaltsrecht auch. Und es ist trauriger Alltag, dass in deutschen Bundesländern, dass Menschen, die Jahrzehnte hier gelebt haben, über Nacht abgeschoben werden. Es ist trauriger Alltag. In Bremen hat sich die Praxis Gott sei Dank absolut liberalisiert. Und ich begrüße das absolut und ausdrücklich hier an dieser Stelle, dass Bremen kaum noch abschiebt. Weil es ist nämlich eine traurige Praxis, die wir in den anderen Bundesländern erleben, dass Familien getrennt werden, dass Nacht- und Nebelabschiebungen auch in Länder passieren, wie zum Beispiel den Kosovo, den Sie wieder als sicheres Herkunftsland definieren wollen, wo Roma, die hier leben, abgeschoben werden, auf der Müllkippe landen, misshandelt werden. Und ich kann Ihnen nur raten, gucken Sie sich mal die Berichte an von den Leuten, die da unten waren. Da wird Ihnen nämlich im wahrsten Sinne des Wortes schlecht, wenn Sie merken, dass ein Bulldozer auf eine Slumhütte losfährt und eine Mutter versucht, ihre schlafenden Kinder daraus zu rennen, damit sie nicht vom Bagger überrollt werden. Und so ein Land wollen Sie zu einem sicheren Herkunftsland machen. Kommt mir die Galle hoch. Thank you.